Hallo, ein freundliches Tag aus Münster. Ja, heute mal eine Menge Neuigkeiten. Ich habe gelernt, man soll am Anfang seines Videos vielleicht mal ein paar Dinge aufzählen, die die Zuschauer so neugierig machen, dass sie vielleicht doch noch bis zum Schluss aushalten. Ich probiere es einfach mal aus. Also, wenn ihr wissen wollt, was ich im Pfälzerwald gemacht habe, dranbleiben, das gibt es nämlich ganz zum Schluss. Wenn ihr wissen wollt, warum wir gleich gemeinsam in den Keller gehen, dann bitte dranbleiben. Was gibt es sonst noch Neues? Wenn ihr wissen wollt, welches Whiskyglas bzw. welche Whiskygläser ich gekauft habe, weil ich meine alten Gläser leider kaputt gemacht habe, dann bitte dranbleiben. Und was? Ah ja, genau. Und dann noch zur Krönung des Ganzen könnt ihr meinen vielleicht hilflosen Versuch bewundern oder auch euch darüber lustig machen, wie ich versuche, endlich mal ein wenig Klarheit in mein Leben zu bringen. Also, wie sagt Mike immer so schön, dranbleiben wird spannend. Erstmal gehen wir zusammen in den Keller. Könnte spannend werden, weil wir nämlich bei der Gelegenheit meine Frau beobachten können, wie sie samstagnachmittäglich im Jogginganzug vorm Fernsehen liegt und Shopping kriegt. Nein, das tun wir nicht. Ich glaube, das ist viel zu gefährlich. Das, oh, wie ich ihren Blick entnehme, könnte das sehr übel enden. Dann lassen wir das natürlich lieber, sondern gehen zusammen in den Keller. Also, warum gehen wir in den Keller? Hintergrund ist ganz einfach. Ihr habt vielleicht mitbekommen, ich habe es ja ordentlich drüber rumgeweint, dass ich also im letzten Kalenderjahr habe ich mir mehrere Sportverletzungen zugezogen. Sprich also, es war so gewesen, dass ich ja immer ganz gerne gejoggt habe. Ich hatte rechtes Fußgelenk, ich hatte Unterschenkel-Rechtszerrung, ich hatte Oberschenkel-Rechtszerrung und zum Schluss habe ich mir pünktlich zum Neujahrslauf hatte ich mir dann auch oder zum Silvesterlauf hatte ich mir dann auch eigentlich eine Zerrung, dachte ich, im Unterschenkel links zugezogen, stellte sich raus, war aber ein Muskelfaserriss, an dem ich jetzt fast sogar noch ein bisschen, also schon mittlerweile gut 4-5 Wochen später, immer noch ein bisschen rumlaboriere. Naja, gut, war halt der Gedanke gewesen, was machst du? Fitness soll ja trotzdem erreicht werden. Bin ja auch am Abspecken, wie ihr wisst, hat da mittlerweile auch wieder mal 2,5 Kilo runtergebraten, aber einfacher ist das natürlich, wenn man dementsprechend halt ja, ein bisschen Sport damit macht und halt auch seinen Grundumsatz einfach erhöht. Und das mit dem Laufen, wie gesagt, im letzten Jahr relativ schlecht geklappt. Und wir haben noch einen Ellipsentrainer im Haus. Ist nicht schlecht, fand ich immer ganz gut. Aber eigentlich so, mein Wunschgedanke war eigentlich gewesen, das Gerät zu besitzen, was ich euch jetzt zeige. Also bitteschön, nicht über den Keller aufregen im Allgemeinen, sondern er sieht aus, wie eigentlich jeder Lagerkeller aussieht. Und naja, hier haben wir dann also das neue gute Stück. Upsa, man sieht so gut wie gar nichts, stelle ich fest. Macht wenig Sinn. Tja, das funktioniert nicht. Könnt ihr jetzt euch sagen, dass hier eine Rudermaschine steht, aber ihr seht es nicht. Also wie gesagt, das ist also das Ding, was ich letztendlich benutze. Ich habe da mal ein bisschen Geld in die Hand genommen und habe gesagt, okay, ich hole mir mal so ein Ruderteil. Und ist jetzt nichts Besonderes im Sinne, der Hersteller heißt Sport Plus. Und das ganze Ding, ich sag mal, das Liste liegt irgendwo bei 600 Euro. Und ihr bekommt das Ding aber für gut 400 Euro, bekommt es bei verschiedenen Versendern. Und da bin ich dann halt hingegangen und habe gesagt, das muss ich mal ausprobieren. Ich mache hier mal kurz Stopp und besorge mir einfach mal eine Lampe, damit ich euch das Ding mal vernünftig zeigen kann. Also das ist das gute Stück. Wie gesagt, Sport Plus. Ein preiswerter Anbieter. Ich habe mich da im Markt mal ein bisschen umgesehen. Also da gibt es ja teilweise wirklich locker die 1000-Euro-Grenze ist ja nichts. Und macht sicherlich auch Sinn, wenn man da sehr, sehr professionell rangehen will. Aber ich sag mal, für meine Verhältnisse und Bedürfnisse glaube ich, dass das Teil erstmal reicht. Wichtiger ist wahrscheinlich, dass man einfach seinen Trainingsintervall einhält. Dass man die Technik auch vernünftig lernt. Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Das ist mir auch aufgefallen. Bei den ersten Malen oder bei den ersten Trainingseinheiten, die ich drauf absolviert habe, dass es tatsächlich, da gibt es ja auch bei uns YouTube wirklich sehr gute Tutorien, dass man da wirklich ja, die Technik vernünftig reinmacht in den Körper oder in den Kopf, besser gesagt, damit man da nicht durch Fehlhaltung, geht es ja gar nicht darum, jetzt irgendwie ja, Trainingspotenzial zu verpassen oder so, sondern eigentlich auch die Gesundheit zu erhalten, also sprich, ich denke, man muss schon aufpassen, dass man da auch mit dem Rücken vorsichtig ist. Dass das, ich habe gelesen oder gesehen, dass man bei falscher Behandlung oder falschem
Bewegungsablauf auf dem Gerät dementsprechend halt auch ja, seine Lendenwirbel da angreifen kann. Das wollen wir ja nicht. Und deswegen, ihr werdet es sehen, also ich bin momentan so in dem Rhythmus, dass ich sage, ich komme da freitags, freitags, Sonntag, Montagabend, das sind so die Sachen, die ich da wahrscheinlich drauf trainieren werde, weil ich unter der Woche ja unterwegs bin. Aber ein guter neuer Vorsatz, ein gutes neues Trainingsgerät. Ich hoffe, ich bleibe dabei. Passendes Stichwort, gute Vorsätze. Ich habe ja vor, wann war es gewesen? 2 Jahren? Habe ich ja mal euch gezeigt, dass ich angefangen hatte, dieses sogenannte Bullet Journal oder Bullet Journal zu führen. Das war ja im Prinzip einfach die Herangehensweise, dass man gesagt hat, dass man so eine Mischung aus Kalender und Tagebuch geführt hat, um letztendlich vielleicht auch gewisse Dinge zu verschriftlichen, Ziele zu definieren, die man sich vielleicht im beruflichen als auch im persönlichen Rahmen vielleicht gesteckt hat. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe das mal wieder nicht lange durchgehalten. Hintergrund war der, dass meine Handschrift ist relativ schlecht und ich kann auch nicht zeichnen. Und Bullet Journal habe ich so ja, den Eindruck gehabt, das war doch so häufig gewesen, dass das Ganze sehr viel über diese grafische Ausdrucksweise letztendlich funktionierte. So habe ich es dann auch bei Leuten gesehen, die ich kenne, die das wirklich erfolgreich, sprich kontinuierlich eigentlich betreiben. Und da habe ich dann gesagt, okay, das habe ich dann immer eingestellt. Und nichtsdestotrotz war mir dann wieder mal in den üblichen Kanälen, ich glaube, es war bei Facebook, war mir ein Anbieter aufgefallen und der heißt Klarheit. Das heißt, die vertreiben ein Produkt. Das ist im Prinzip ist es ein Kalender, der ist, ich lese das einfach mal ab von dem Aufdruck hier letztendlich, also 53 undatierte Wochen. Das heißt, ihr habt also schon die Möglichkeit, ich mache das Ganze mal auf, ihr habt schon die Möglichkeit, oder fangen wir mal außen an, ein sehr, sehr schöner Einband. Das Ganze fühlt sich so leicht gummiartig an, aber wirklich haptisch sehr angenehm. Recht schlicht, den gibt es auch in einer anderen Farbe. Das war allerdings so ein ganz heller Beige-Ton. Und da habe ich mir gedacht, das ist mir zu empfindlich, wenn man den letztendlich in der Tasche oder ich habe es ja hauptsächlich in der Fototasche reinpackt, dann könnte ich mir vorstellen, dass der nicht lange ansehnlich bleibt, wenn man den hellen Teil nimmt. Naja, was mir gut gefallen hat, also wie gesagt, ihr habt auf der einen Seite halt, habt ihr ein frei verfügbares Kalendarium, nenne ich es jetzt mal, was ihr also bestücken könnt. Auch da habe ich gelernt, im Prinzip eigentlich durch die Erfahrung auch mit dem Bullet Journal, dass es da gar nicht mal eigentlich so wichtig ist, dass man wirklich jeden beruflichen Termin einträgt, sondern dass man vielleicht eher so den groben Überblick behält, dass man einfach sagt, okay, in der Woche liegt mein Schwerpunkt beruflich in dem und dem Bereich und ich möchte vielleicht das und das erreichen. Und das Schöne ist auch dabei, das Ganze ist halt auch schon in der Form vorgestaltet, dass man nicht unbedingt halt hingehen muss und sich selber zeichnerisch da annähern muss. Sprich, ich kann also zum Beispiel Ziele und es gibt ein Feld für Ziele und Fokus, es gibt ein Feld für Aufgaben. Es gibt, das finde ich sehr, sehr schön, das entspricht meinem Naturell sehr, es gibt ein Feld zum Beispiel Gutes, das passiert ist, Fortschritte und Erkenntnisse. Das heißt, dass man da auch letztendlich einfach mal aufführen kann, was ist mir positiv aufgefallen in diesem Zeitraum, zum Beispiel im Ablauf einer Woche? Was sind Dinge, die sich einfach immer wieder angenehm mir präsentiert haben und so weiter? Und ich glaube, wenn man das dann relativ regelmäßig liest oder wenn man es halt im Überblick hat, dann ist das schon eine Geschichte, die einem durchaus weiterhilft letztendlich in dem Bereich. Was dazu kommt, ist dann halt auch die Möglichkeit, also es gibt auch einen Monatsteil. Und da kann man zum Beispiel auch sehr schön hingehen und sagen, okay, ich freue mich auf, ich habe Monatsziele, ich habe einen Fokus, was möchte ich erreichen, was werde ich in diesem Monat vielleicht dafür tun, Ergebnisse, über die ich mich gefreut habe, Erkenntnisse, die ich gewonnen habe, also sprich vielleicht auch mal Dinge, Ziele, die man nicht erreicht hat, die einem ja vielleicht auch nicht mehr so wichtig waren oder so. Also ich möchte jetzt hier nicht den Eindruck erwecken, als wenn es jetzt hier irgendwie, es ist Self-Coaching, keine Frage, aber mir geht es jetzt nicht darum, um irgendwie Chakra-mäßig auf den Tisch zu springen und dann letztendlich sich selbst oder andere zu feiern, sondern einfach nur mal vielleicht eine gewisse Klarheit reinzubekommen. Daher der Name des Produktes, denke ich eigentlich auch, Klarheit, da passt ja eigentlich ganz gut. Es gibt halt weitere Felder, besonders geholfen, Kraft gegeben hat mir, mit Blick auf vergangenen Monat, welche Qualitäten sehe ich in mir und so weiter.
womit stand ich mir selbst im Weg, was will ich im nächsten Monat ändern. Also das finde ich eigentlich so von der kleinen Übersicht her eigentlich gar nicht schlecht. Was richtig klasse war, das ist ein, ja, wie haben die das genannt? Moment. Ja, Coaching-Teil. Also es sind 32 Seiten. Und das war wirklich erstaunlich. Ich habe sowas noch nie gemacht. Vielleicht liegt es daran, dass ich da auch wirklich sehr empfänglich letztendlich dafür war. Ist halt ein Coaching-Teil. Ich lese einfach mal die Einladung vor. Auf den nächsten Seiten findest du den Coaching-Teil. Das Bearbeiten der Fragen und Übungen wird dir helfen, dich zu orientieren. Wo stehe ich gerade? Sprich Situation. Was ist mir wichtig? Werte, Motive? Wohin will ich mich entwickeln? Ziele? Wie komme ich dorthin? Wie Strategien? Das Ganze, ich blende es nur kurz ein, weil da halt meine Eintragungen drinstehen, habe ich dann auch jetzt wirklich gewissenhaft, aber auch nicht übertrieben penibel ausgefüllt. Und es war schon erstaunlich, dass man alleine durch so eine gewisses Notieren von Ist-Zuständen oder auch mal selber so den Fokus drauf zu legen oder sich selber zu beleuchten und zu sagen, Mensch, wie sieht es eigentlich in dem und dem Bereich aus? Das hat mir, ich werde jetzt von Augen geöffnet sprechen, das ist natürlich sicherlich übertrieben, aber waren schon so ein paar Sachen. Zum Beispiel eine witzige Geschichte, genau, da ging es um die ganz simple Frage, welche Gedanken, Aktivitäten, Menschen, Umgebung und so weiter geben dir Energie? Ja, solltest du halt aufschreiben, konntest dann halt dann eine Liste dafür. Und genauso halt, also das ist die Positivseite, genauso halt die Negativseite, wo man sagte, okay, was nimmt dir denn Energie, was zieht dich runter und so fort. Und das war echt witzig. Ich habe auf der Positivseite in einem relativ kurzen Zeitraum, habe ich 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 Punkte aufgeführt. Und ich habe trotz längerem Nachdenken auf der Negativseite, konnte ich ganze 3 Punkte aufführen. Und auf der nächsten Seite, ich verrate das einfach mal, ohne vielleicht dem einen oder anderen dann die Spannung zu nehmen. Wer möchte, kann ja die nächste Minute skippen oder jetzt ganz aussteigen. Der Witz war dann, dass dann danach letztendlich dann gesagt wurde, okay, schau mal, hast du mehr positive, hast du oder mehr negative Punkte aufgeschrieben und auch hast du, oder hält sich die Waage, also klar, ganz einfache Zahlenanalyse. Und dann war, da ich halt wesentlich mehr positive als negative Punkte aufgeschrieben hatte, war dann einfach die ganz klare Anweisung gewesen, die ich auch wirklich durchgeführt habe, weil ich glaube, dass das auch einen gewissen Sinn macht und ich konnte mir auch ein Lächeln nicht verkneifen. Reiß die Minusseite jetzt heraus und schmeiß sie weg. Ja, wirklich, konzentriere dich auf das, was dir Energie gibt. Und das habe ich gemacht und ich fand es ganz witzig, habe das auch mit einem Kollegen besprochen und habe gesagt, Mensch, ich bin da gar nicht auf mehr als 3 Punkte gekommen. Und das ist dann auch wieder einer der Punkte, wo man dann ganz einfach ganz klar sieht, in welcher positiven Situation ja man eigentlich lebt. Ich meine, sonst hat man ja schon manchmal das Gefühl, ah ja, könnte ja alles besser sein und dies und jenes. Und ihr kennt mich, ich bin grundsätzlich ja schon so ein Grinsekeks und positiv gestimmt. Aber das hat mir dann auch wirklich mal gezeigt, dass es wirklich sehr, sehr wenige Umstände, Dinge etc. gibt, die mich negativ stimmen. Und das muss man sich oder kann man sich meiner Meinung nach einfach nicht oft genug vor die eigene Nase führen. Jo. Ich lasse mich mal überraschen. Ich werde sicherlich irgendwann mal, was weiß ich, nach einem halben Jahr euch ein Feedback nochmal geben, um zu gucken, ob das jetzt wirklich diese Euphorie, die ich aktuell für das Produkt habe, okay, das Teil kostet schlappe 30 Euro, viel Geld, gar keine Frage. Mir ist auch klar, dass der eine oder andere dann sagen will, oh, da machen sie da wieder Geld mit der Gutgläubigkeit der Menschen oder mit was weiß ich was. Ich finde es gut angelegtes Geld, weil das mir schon, obwohl ich da gerade mit angefangen habe, schon den einen oder anderen Moment beschert hat, wo ich gedacht habe, ach, guck an. Ne? Und wenn das also nur halbwegs so weitergeht, denke ich mal, ist das eine tolle Geschichte. Könnt ihr unter klarheit.de, denke ich mal, müsst ihr einfach mal Klarheit Kalender googeln, könnt ihr den bei Amazon, könnt ihr den bei eBay und so weiter überall bestellen. Ja, das dazu, zum nächsten Punkt. Hab gerade festgestellt, da sind jetzt schon einige Minuten in dem Video zusammengekommen. Darum denke ich mal, seid ihr mir nicht böse, wir wollen es ja auch nicht zu lange machen. Ich tease auch noch kurz an, was es dann halt im nächsten Video gibt. Also ich hatte ja gesagt, es geht um Glas. Ich habe also 2 neue Whiskygläser mir gekauft, weil ich eins kaputt gemacht habe. Ich hatte dieses schöne Riegelstielglas,
Das habe ich leider zerdeppert. Und von daher habe ich halt geguckt, was kaufst du? Kaufst du das gleiche Glas wieder? Auf jeden Fall hatte ich mich dann entschieden und gesagt, ich probiere mal zwei neue Sachen aus und dann schauen wir mal. Genauso hat ein neuer Tabak zu mir gefunden und wie dieser zu mir gefunden hat, das seht ihr jetzt im Anschluss. Das ist das, was ich euch versprochen hatte, warum war ich im Pfälzerwald. Der ein oder andere von euch wird diesen Teil schon gesehen haben auf einem anderen Kanal. Aber nicht alle haben ja die gleichen Abonnenten, von daher habe ich gesagt, schaut euch noch kurz an, was ich im Pfälzerwald gemacht habe. Und ansonsten würde ich sagen, mit Whisky, mit Glas, mit ein, zwei anderen Sachen geht es dann beim nächsten Mal weiter. Bis dahin, danke, ciao. Ja, hi Fuchs. Ihr denkt jetzt wahrscheinlich, ich bin komplett bekloppt geworden. Ja. Aber ich muss euch ganz ehrlich sagen, es ist zwar schweinekalt hier, aber heute habe ich mich mit meiner Frau so in die Haare gekriegt, dass ich da irgendwann gesagt habe, weißt du was, du kannst mich jetzt mal. Und habe gesagt, fährst du in deinen Wald, rauchst ein Pfeifchen, nimmst dir einen Drink mit und liest, auch wenn es kalt ist, einfach ein Buch, weil dann habe ich meine Ruhe. Ganz einfach, ja. Naja. Das war es jetzt wahrscheinlich auch schon mit der Ruhe, weil hier laufen nur Bekloppte rum, oder was? Gibt's doch gar nicht. Ey! Komm raus, wenn du mich stören willst. So, dann gucken wir mal, wer sich da so zeigt. Und naja, das war's dann wieder mit der Ruhe hier. Ja. Das gibt's doch gar nicht. Das gibt's doch nicht. Was machst du denn hier? Das ist doch nicht zu glauben. Was machst du denn hier in meinem zweiten Wohnzimmer? Hör mir bloß auf, hör mir bloß auf. Komm mal hier. Was ist los, Reiter? Ich dir das erzähle. Meine Alte, die ging mir dermaßen auf den Zeiger heute. Ach, komm, mach dies, mach das, erledige jenes. Hast du das schon gemacht? Keller aufräumen. Da nervt die mich seit einem Jahr mit. Das muss man mir nicht jeden Monat erzählen. Das ist doch. Ach, ich kenne das alles. Dann hast du dir gedacht, du kommst, wir sind im Wald, bist in der Nähe. Ja, ich habe gedacht, ich gehe in den Wald, nimmst ein Buch mit, liest ein bisschen was, rauchst eine Pfeife und dann guckst du mal. Ja, da muss ich feststellen, wir beide sind da erstens sehr seelenverwandt. Und vor allen Dingen nehmen wir die gleichen Hausmittelchen. Ne? Wieso? Was hast du denn? Ja, ich habe auch gedacht, meine Olle geht mir heute dermaßen auf den Sack. Ich weiß nicht, was los war. Und dann habe ich gedacht, komm, ist zwar kalt draußen, aber dann fährst du in den Wald. Und dann gibt es doch hier was Leckeres zu trinken, gibt es auch noch, sehe ich. Ja, genau. Hast du denn noch ein zweites Glas dabei? Ja, ich denke schon, warte. Ach, da hast du deinen Koffer. Ja, da. Ah. Nimm das. Oh, guck mal hier. Das ist ja so, als wenn ich es geahnt hätte. Ne? Als wenn du es geahnt hättest. Alles klar. Rainer, welcome. Ja. Danke. Oh, der ist lecker. Talisca ist immer eine gute Wahl. Da Talisca, 10 Jahre. Seeluft, ne? Seegras. Ja, hat er Rauch oder hat er keinen Rauch? Doch, er hat ein bisschen Rauch. Aber ganz bisschen. Das ist ganz bisschen. Also das ist nicht zu vergleichen mit so Eila-Klassikern oder so, genau. Was weiß ich. Oder das sicherlich nicht. Aber der kann halt was und das macht ihn für mich eigentlich so gut oder so sehr gut. Der hat halt beides, ne? Der hat, ich sag mal, diese, was du gerade sagst, mit Seeluft und so dieses Maritime und dieses Salzige vielleicht, ja, ein Tick. Ja, ja. Rauche ich auch ein ganz, ganz bisschen. Aber der halt hat auch so eine Süße mit dabei. Ist ein Inselwhisky, aber hat auch die Süße, die vielleicht beim Lafroig oder so da einem fehlt. Genau, oder so. Das sehe ich auch so. Also ich muss sagen, es ist ein Klassiker. Er ist nur in Anführungszeichen 10 Jahre alt. Ja. Aber er ist der Klassiker. Und ich habe große Zweifel, ob Talisca wirklich nochmal einen besseren machen wird als den 10-Jährigen. Naja, ab und zu gibt es da ja von denen noch irgendwie so mal, was war das? Und Destillers Edition gibt es noch. Destillers Edition natürlich. Aber ist eigentlich. Aber weicher, ne? Er ist rassig, ne? Er ist rassig, ja, und er ist auch originaler. Also ich sag mal, das ist halt ein Talisca, fertig aus. Und ja, der will nicht mehr, der will auch nicht weniger. Ja, und ich bin da gar nicht mal unbedingt so ein großer Freund von diesen Distillers Edition. Die gibt es ja von Lagavulin. Alle Classic Malls kriegst du ja in dieser teuren Version. Ja. Finde ich gar nicht mal immer unbedingt so interessant, sondern der Originalstoff ist dann häufig eigentlich der passende. Ja, finde ich auch. Ja, und was liest du? Du, was lese ich dir? Ich habe, guck mal, das ist dein Zippo.
Ich habe, ach, das war ganz witzig. Ich hatte von einem Bekannten den Tipp bekommen, weil der hatte eine Paddeltour gemacht im Urlaub und aber schon wirklich Paddeltour ist eigentlich zu wenig ausgedrückt. Der war also in Südamerika mit dem Bötken unterwegs und. Und dann hat er davon erzählt und ich sage, Mensch, das hört sich toll an und es ist klasse. Und er sagte, ja, aber der richtige Paddler wäre ja der, genau, der Herr Rittlinger gewesen. Und deswegen habe ich hier das Buch. Ich hatte Angst. Den Titel fand ich auch mal so witzig. Es ist im Prinzip, ist das ein oller Schinken. Also ich weiß gar nicht, da steht vorne nicht mal drin, von wann er genau ist. Ist schon lange nicht mehr, doch natürlich, 77, Deutsche Verlassanstalt. Das gibt es antiquarisch in der Form bei Amazon. Kannst du das gebrauchen? Katz hat sie 3-4 Euro dafür. Das ist also jetzt kein großer Gag. Und der beschreibt halt so seine Paddeltouren. Ich kann Ihnen mal ein, zwei Bilder zeigen, wo er dann in exotischen Landen, also zum Beispiel mit seiner Frau unterwegs war. Das auch ganz witzig, dass er diese Touren mit seiner Frau macht. Ich finde manchmal so Bücher, das ist halt in den 60er, 70er Jahren geschrieben. Und die haben dann manchmal so noch so einen besonderen Reiz, weil es ist halt auch eine andere Sprache. Ne? Das ist nicht dieses Klagen-Bum-Ting-Abenteuerroman oder Abenteuerreportage, was man heute von heutigen modernen Autoren kennt, sondern das ist halt auch noch ein bisschen, ja, vielleicht geschliffener vom Wort und so weiter. Ja, ne? Also, kann man mal lesen, wenn man. Aber was hast du denn dabei? Ja, ich habe eigentlich im Grunde genommen was sehr Einfaches, wo ich sagen muss. Ich bin ja kein Freund von den Bestsellerlisten. Was einfach ist, was zu dir passt. Was zu mir passt. Ich mag ja keine Bestsellerlisten. Und, aber irgendwann also die einmal, Spiegel Top genau, 10, 20 genau, oder genau. So. Aber auf der anderen Seite, irgendwo muss es ja Gründe geben, dass die auf den Bestsellerlisten da sind. Die sind dann literarisch sicherlich nicht unbedingt die Klopfer, aber sie werden halt viel gelesen. Und dann gucke ich mir mal rauf. Und im letzten Frühjahr, ist glaube ich im letzten Frühjahr gewesen, ist das Buch Der Wal und das Ende der Welt von John Ironmonger erschienen. Und ich will jetzt also nicht behaupten, dass das ist jetzt nicht ein Buch, wo ich sage, muss man gelesen haben. Ja, das handelt also im Grunde genommen davon, so diese, auf der einen Seite diese typisch hektische Welt heutzutage. Da ist ein Banker, der, Banker, Broker, das heißt, der arbeitet in einem Geldhaus, die den totalen Kapitalismus frönt, Leerkäufe. Du weißt ja selber, das Geld ist begrenzt und wenn einer gewinnt, muss ein anderer verlieren. Das ist der Bank. Insofern völlig egal. Der beschäftigt sich also damit, dass er sagt, was für Indikatoren gibt es, die dafür sprechen, dass das und das steigt, das und das sinkt und so weiter und so fort. Und irgendwann merkt er aber, dass, ich will also da nicht zu viel verraten für denjenigen, der es liest, der sagt sich also, diese Mittelchen, die er sich bedient, um das vorauszusagen, was steigt, irgendwann einmal stellt sich heraus, da könnte auch ein Riesenproblem entstehen. Und, kennt man ja von diesen, gibt es ja diese Börsen, wo Getreide gehandelt wird und damit damit spekuliert, Missernten und so weiter. Genau, und in der heutigen globalen Welt, wo alles ineinander greift und so weiter, kann das aber, und das zeigt der Autor hier auf sehr einfache Art und Weise allerdings, muss man sagen, dann zeigt er auf und sagt, wie kann das ganze Kartenhaus zusammenbrechen? Ja, die ganze Infrastruktur, die alles, was ineinander greift, oder aber was passiert, wenn auf einmal tatsächlich nochmal wieder eine riesen Krankheitswelle ausbricht? Ja, weil jetzt gerade in China berichten die Medien ja auch so, wieder eine neue Lungenkrankheit. So, wenn das Ding also tatsächlich nochmal über die ganze Welt gehen sollte. So, und dann kann alles ineinander zusammenbrechen. Auf jeden Fall ist der so fertig, der Bursche, der haut also ab aus seiner Bank, schmeißt alles hin und will dann, im Grunde genommen ist er mit sich und seinem Leben nicht mehr zufrieden. Irgendwann steigt er ins Wasser und das ist natürlich so ein bisschen fiktiv dann. Der landet dann tatsächlich und kommt an in einem kleinen Dorf, völlig abgeschieden in Cornwall, in Südengland. Und St. Piran heißt das dort. Und und jetzt geht es eigentlich im Grunde genommen tatsächlich passiert so eine Art von Epidemie, tatsächlich bricht alles zusammen. Das Interessante an der ganzen Geschichte, und deswegen komme ich dann auch zum Ende, worum geht es in diesem Buch? Es sind im Grunde genommen zwei Erkenntnisse, die aufeinander prallen, weil eins ist klar, wenn die Menschheit wieder in eine richtige Bredouille kommt, dann gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder tun sich, wenn alle betroffen sind, zusammen und helfen einander, oder aber der Egoismus geht durch und jeder kämpft ums Überleben und fängt jetzt an, über Leichen zu gehen und zu sagen, damit ich überlebe, schädige ich die anderen. Also im Grunde genommen so eine Art The Walking Dead, nur in der Real, wirklich noch in der etwas realeren Welt. Also ein ganz schöner Rahmen noch. Ja, ist ein ganz guter Rahmen, wobei man sagen muss, dieses Buch ist nicht anspruchsvoll, es ist gut übersetzt, es ist nicht zu lang, es hat 473 Seiten. Ist also relativ schnell gelesen und das ist die Quintessenz, was ich aus diesem Buch rausgezogen habe. Und ja, es sind Dinge, wo man nochmal wieder nachdenken kann.
Aber es ist jetzt auch literarisch kein Brüller. Aber um sich mal ganz gut zu unterhalten. Ich wollte gerade sagen, aber du hast dich gut unterhalten. Und ja, das ist genau. Wichtigste oder ja, eine der wichtigen Komponenten von Sonntag sein. Ne? So. Darum ging es. Ja, jetzt würde ich sagen, jetzt wo du da bist, Rainer, jetzt wird es dann wirklich zu kalt. Wir rauchen jetzt auch unser Pfeife. Ja. Und dann lade ich dich jetzt ein zu mir. Egal, was meine Frau sagt. Wir fahren da jetzt hin. Dann machen wir eine schöne Brotzeit. Das hört sich gut an. Ne? Auch ein schönes Pfeifchen noch gemeinsam. Aber wie ich deine Frau kenne, das ist ja eine Liebe. Die wird sich wahrscheinlich schon längst wieder beruhigt haben. Ich denke auch. Und vor allem, wenn du da bist als Beschwichtiger. Soll ich ein gutes Wort für dich einlegen? Ja, zum wunderbar. Wohl, vielen Dank, mein Lieber. Auf dein Wohl. Und ihr, macht's gut. Wir sehen uns. Alles klar. Im Bälde. Macht's Ciao. Gut. Tschüss. Das ist ja lecker. Mhm. Ja. Aber den trinken wir in Ruhe noch auf, oder? Oder muss ich den jetzt wieder, wenn die Kamera aus ist, in die Flasche zurück tun? Nein. Ich bin am Überlegen, ob wir nicht sogar noch ein zweites Video drehen. Vielleicht fällt uns noch was ein.